Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Entziehe dich den Beeinflussungen oder entziehe dich den Einflüssen. Das klingt eigentlich ziemlich ungefährlich und harmlos. Trotzdem möchte ich euch warnen. Es betrifft eigentlich nur 2, 3 Menschen auf Erden, vielleicht 4. Aber ich muss es mal in dieser Radikalität sagen. Es ist das härteste, radikalste, gefährlichste, was ich je auf dem Internet gesagt habe, als Landung. Zunächst einmal, einige von euch stören sich an meinen Zähnen. Ja, was habt ihr denn mit meinen Zähnen? Ja, da. Die sind 74 Jahre alt, ich ändere die nicht. Die sehen zwar vielleicht aus so ein bisschen durcheinander. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Ich akzeptiere die so, wie ich bin. Außerdem ist die Zähne, die ich habe, sind ein Protest auch gegen den Schönheitswahn, der hier in der Welt ist. Ja, alle haben alles perfekt. Ja. Wahre Schönheit ist nicht außen, kann nicht außen sein, selbst wenn man der Lehre des goldenen Schnittes folgt und so weiter. Glaubt es mir. Wahre Schönheit offenbart sich in der Befreiung von den Beeinflussungen. Ich verkünde dies ein paar Menschen in der Welt, wenn wir trotzdem die Zeit nehmen, weil das im Buch des Lichts auch gelehrt wird. Es lehrt ja die Wiedergeburt, aber auch das höchste Prinzip, wie man der Wiedergeburt entkommt. Der Wiedergeburt entkommt man nur, wenn man den Einflüssen entkommt, den Beeinflussungen. Den Beeinflussungen entkommt man nur, ja, bei manchen geschieht es auf einmal, aber meistens dauert es ein paar Leben, wenn man dieses Ziel mal hat, in der Seelenatemmeditation. Da erlebt man empirisch die Loslösung von allem Erkennbaren, aber nicht dadurch die Vernichtung desjenigen, der nichts mehr erkennt. Die Loslösung von den Beeinflussungen kann nur geschehen, wenn wir über die Beeinflussung Bescheid wissen. Was uns da beeinflusst und was das überhaupt ist, eine Beeinflussung. Meine Lieben, wollen wir mal so vorgehen, dass wir den Boden der Tatsache nicht verlassen, mit beiden Füßen hier auf dem Boden bleiben. Was beeinflusst denn wen? Dinge beeinflussen unseren Körper. Schwingungen, Töne, Strahlungen, die wir gar nicht sehen, elektroverseuchte G5 und was es da alles so ist, geht. Und Gefühle, Gedanken. Gedanken sind nicht etwas, das, die sind bei dir oder bei mir. Es gibt eine Ebene der Gedanken, Manas Lokas und Talas, ja, eine hohe Ebene, niedere Ebenen. Ebenen der hohen Gedanken, der niederen. Ich war jemand, der nur Horrorgeschichten schreibt und so weiter, ist eben mit der niederen Ebene der Gedanken verbunden und zahlt irgendwann den Preis, ganz abgesehen davon. Besser ist es, mit hohen Ebenen verbunden zu sein und sich davon beeinflussen zu lassen. Aber unser heutiges Thema ist ja der Entzug oder entziehe dich den Einflüssen. Davon rede ich, wie das geht. Da müssen wir sie erstmal kennen. Ich kann ja nicht was loswerden, von dem ich nicht weiß, was es ist. Also diese Worte, entziehe dich den Beeinflussen, beinhalten ein Substantiv Entzug. Und jeder, der drogensüchtig war, weiß, wie schwer ein Entzug ist. Und dann Einflüsse.
Was sind Einflüsse? Klingt so harmlos. Wenn jemand Hunger hat, ist er beeinflusst von diesem Hungergefühl. Das knallt auf ihn rein. Wenn er keinen Hunger mehr hat, ist er mal ganz glücklich, wenn er von diesem Einfluss frei ist, wenn er satt ist. Aber immer sind das fremde Dinge, die ihn dazu bringen zu handeln. Und je mehr man sich mit diesen Einflüssen identifiziert, umso süchtiger wird man, umso mehr ist man in ihrem Machtbereich und umso schwerer fällt es ihnen zu entziehen. Nun sagen viele Leute, ja, ich habe nur ein Leben, fress ich und sauf ich und sterbe ich. Ja, ja, wenn das so wäre, würde ich persönlich würde euch lehren. Und wie man frisst und säuft, glaubt es mir. Wenn es nur ein Leben gäbe und nichts danach, ich würde euch alle Torheiten dieser Welt lehren, weil ich bin durch sie alle gegangen. Die Realität ist aber eine andere. Du schaufelst dir nicht nur jetzt dein eigenes Grab, sondern du schaffst dir ein böses Karma für das nächste Leben. Aber wir gehen ja so weit, meine Lieben, dass wir sagen, wir möchten allen Einflüssen entkommen. Denn Beeinflussungen sind wie Anker, die uns, oder wie Magneten, die uns absolut, wenn wir ihnen nicht entkommen, ins nächste Leben ziehen und dort, so, geht's weiter. Und dann mag dieser Einfluss gar nicht mehr so schön sein, wie er in diesem Leben war. Denk mal daran, denn alles, wie wir bereits wissen, aber Wiederholung ist der beste Lehrmeister, entwickelt sich ja hoch zum Geistigen, zur Auflösung der Formen. Alles wird geistiger, spiritueller. Ja. Natürlich kann man, ich benutze mal diese Worte, fressen und saufen, bis man platzt. Dann wird man eben mit kranken, geschwächten Organen wiedergeboren. Und das ist auch die Ursache vieler Kinderkrankheiten, angeborener Kinderkrankheiten. Das waren eben Menschen, die im vergangenen Leben das überzogen haben. Tja. Wie der Mensch sät, so muss er ernten. Zahlen den Preis. Sie zahlen den Preis. Ja? Wie kann ich mich... Was ist das für ein Zustand? Wenn wir gleich mal radikal zu dem Zustand kommen, wenn ich mich allen Einflüssen entzogen habe. Was passiert da eigentlich mit mir? Nun, zunächst mal, da sehe ich nichts mehr, höre ich nichts mehr, fühle ich nichts mehr, spreche ich nichts mehr, taste ich nichts mehr, rieche ich nichts mehr, denke ich nichts mehr. Sanyavidaitaniroda. Dann habe ich eine Aufhebung aller Wahrnehmungen und Empfindungen erlangt. Und ihr versteht jetzt, meine Lieben, ich habe das nicht erlangt, braucht ihr nicht denken, ich gebe nur diese radikale Lehre weiter für jene, die bereit sind. Wenn man alles aufgegeben hat, dann ist das für den normalen Menschen so, dann existiere ich ja gar nicht mehr. Nein, es ist nur so, das ist zwar die Aufhebung aller Wahrnehmung, Empfindung, allen Denkens, alles Fühlen, Schmecken, Tasten und so weiter, aber nicht deine. Ja, wie weiß ich, dass das stimmt? Das wiederum wissen wir ja bereits vom Buch des Lichts, können wir über die Meditation sogar wirklich nachvollziehen, diese Wahrheit, wie es ist. Wenn man weder Mann noch Frau ist, dies noch das und jenes, gar nichts. Dieses so gefürchtete Nichts. Ja. Da sehen wir mal einen Einfluss nur von einem schönen Lied. Nehmen wir keine niederen Sachen, eine schöne Himmelsmusik. Auch das ist eine Beeinflussung, die uns ohne Zweifel in die hohen, beseligenden Himmelswelten führen. Warum genügt das nicht? Könnte man sagen. Also, Entschuldigung, wer weiß die Antworten? Das ist selbstverständlich.
weil auch das vergänglich ist und nach der höchsten Maßgabe für einen, der die Wahrheit sucht, nicht genug ist. Tut mir leid. Denn wenn man weiß, dass da noch was ist, dann ein wirklich freier, offener Geist, eine Wesenheit, die sagt, ich fühle mich auch im Himmel noch beschränkt und beengt. Wenn wir hier in dieser Welt eine Freiheit von Erde, Hölle und Himmel erlangen wollen, dann ist das fast nicht zu schaffen, weil wir uns den Einflüssen ja nicht entziehen können. Zum Beispiel, wenn jemand eine Million geerbt hat und sagt, ich brauche nicht mehr arbeiten. Ich habe Buch des Lichts gelesen. Ich will nicht mehr wiederkommen. Ich will nicht der Buch des Lichts Lehre folgen und das tun, dass ich dann Gutes tun, dass ich wiederkomme, oder Schlechtes tun. Und die sagen, ich will gar nichts mehr. Wer den Einflüssen sich entziehen will, der tut auch nichts Gutes mehr, geschweige denn das Schlechte. Geschweige denn. Nicht wahr? Er ist nur da. Und er trägt den Körper ab, entzieht sich den Einflüssen zunächst mal so, meide die Massen. Ja, meide alle Menschen. Ja, Entschuldigung. Bin ich hier, euch Honig und im Bad zu schmieren? Wie gesagt, ich rede zu 2, 3 Menschen im Universum vielleicht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mir die Zeit nehmen. Zum Beispiel ein Pratieka. Das ist einer, der gar nicht die Botschaft weitergeben kann, der aber durch Karma und irgendwas weiß, das ist alles Quatsch. Und unerkannt zieht er als disziplinierter Bettler durch die Lande. Schläft unter Brücken oder sonst wo. Wo es also immer geht, er lässt sich auch manchmal als Gast aufnehmen. Er arbeitet nicht. Keine Aufträge entgegen. Wenn du den aufnimmst bei dir zu Hause und sagst, kannst du mir bitte helfen, mal den Tisch zu rücken? Kannst du das mal bitte nehmen und dorthin bringen? Nein. Verursacht ihr Karma. Er sitzt nur da. Ja, verurteilt ihn nur. Verurteilt ihn nur. Schon recht. Aber der geht nach Nirvana und ihr bleibt mit eurem Urteil auf dem Buckel hier unten. Oder hier draußen. Das war früher in Indien auch die Pratiekas, Pratieka Buddhas. Für sich selbst heißt das Pratieka, Sanskrit. Wenn jemand da gekommen ist und hat ihn geschubst oder geschlagen, hat er weder gelächelt noch war furchtsam, er hat nur geschaut. Und wenn jemand die Axt genommen hat, dann hat ihn den Schädel gespalten, hat er nur geschaut. Er hat den Körper ja nur so lange am Leben erhalten und könnte man sagen, warum hat er sich gleich das Leben genommen? Im Gegenteil. Er hat den Körper am Leben erhalten, um sich so jeden Tag immer wieder das Anatta vor Augen zu halten. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal wirklich mich auf monadischen Grund zurückziehe, dann benutze ich die Monade, diesen Körper, mit den Zähnen, um zu euch zu sprechen. Natürlich bin ich kein Pratieka, das ist ja klar, das versteht sich von selbst. Ja? Aber ich verstehe, was der will, was der macht. Oh, ja. Ich habe in Los Angeles auf einer Bank, als ich obdachlos war, saß ein Mann, 30 Jahre, der hatte kein Mönchgewand. Nee. Normal Jeans, dann hat er so einen kleinen Beutel gehabt da bei sich.
Ein Hut drauf. Ja, 30 Jahre, sowas vielleicht. Und hat nur gerade ausgeschaut. Ich habe gedacht, ein Obdachloser wie ich, ja. Und gefragt, darf ich mich setzen? Kann ich sit down? Hat er nur so gemacht. Ja, ich habe die nicht gestört, ja, also ich habe. Aber irgendwann, nachdem ich da so eine halbe Stunde saß, habe ich ihn gefragt. Ich habe es einfach gefragt. Who are you? Da hat er mich angeschaut, hat gesagt. Pratieka ist aufgestanden und ist weggegangen. War für mich ein Schock. Ich habe gewusst, was Pratieka ist. Der große Chauhan hatte gerade angefangen, mir Buch des Lichts zu diktieren, unter der Brücke, für Englisch. Pratieka, hat er gesagt. Boah, das hat mich durchgeschüttelt. Oh Mann. Er ist aufgestanden, ist weggegangen. Nun, das war einer meiner Lieben, der sich den Beeinflussungen entzogen hatte. Er ging einfach, als ob er geschwebt ist. Komisch. Und dann war er weg. Who are you? Pratieka. Und er hat zu mir gesprochen, als hätte er gewusst, dass ich mich da hinsetze und ihn frage. Naja, ein paar. Sandra Maischberger kam dann, hat mich da unter der Brücke auch mal entdeckt und andere. Und dann, naja. Dann ging es ganz schnell. Man hat mich daraus gerettet, wie. Und habe sofort meine eigene Fernsehshow, alles gehabt. Also ich habe gar nicht mal eine Arbeitsgenehmigung gehabt. Hatte den Polizeipräsidenten als Gast und wir haben über Illegal Aliens gesprochen. Also ich war noch sehr unter den Einflüssen. Auch sexuell. Aber mein Lieber. Die Damen haben mich nicht in Ruhe gelassen. Ob ich unter der Brücke saß oder über der Brücke oder in meinem kleinen Auto geschlafen habe oder nicht, das war ganz egal. Aber ich wusste bereits Bescheid, was los war. Und meine Lieben, wenn heute sich jemand entschließen würde, sich den Einflüssen zu entziehen, stell dir mal vor, du bist in einer Familie und bist verheiratet, hast Kinder und alles. Und willst dich den Einflüssen entziehen? Dann werden deine Hausgenossen deine Feinde. Also überlegst dir, ich spreche hier nur über einen Zustand des totalen Entzuges von den Beeinflussungen. Wenn in der Meditation man sich beobachtend wie der Atem rein und raus geht, sich beobachtend, das ist interessant hier, da habe ich, guck mal, ich habe mir was geschrieben aufs Papier. Und immer wenn ich hinschaue, dann macht es immer bumm bei mir drin. Also, wenn ich wahrnehme etwas, ich nehme den Atem wahr, ja, in der Seelenatemmeditation, so. Dann kommt ein Punkt zwischen, zunächst mal kommen Störungen, das ist klar, Gedanken, alle. Wenn ich mich, meine Lieben, wenn sich jemand entschließt, sich den Einflüssen zu entziehen, dann kommen die Einflüsse und sagen, was? Du willst uns nicht mehr. Wir waren doch die ganze Zeit gut genug für dich. Sex, Musik, dies, Reichtum, Geld, Trinken, Essen, Lachen. Und jetzt willst du uns nicht mehr?
Der Hüter der Schwelle meldet sich. Und das kann unterschiedlich sein, brutal oder ist bereits zum Teil überwunden. Das heißt, ich rede hier vom Zustand eines Vollkommenen, meine Lieben. Eines Vollkommenen, der alle Einflüsse nur anschaut. So wie der große Buddha das gemacht hat, in der Meditation, da nackte Frauen um ihn tanzten und alle anderen Verlockungen, er hat sie nur angeschaut, so. Weder vorwurfsvoll noch verächtlich, nein, das gehört sich auch nicht. Oder wieder bosslich, nein, ich will euch nicht, oder ich werde euch widerstehen, alles Quatsch, so. Und so schaut man. Und die Beeinflussungen kommen und gehen und kommen und gehen und kommen und gehen und gehen. Dann denkt man, Gott sei Dank, jetzt sind sie weg. Schon sind sie wieder da. Stürzen sich auf den Unbedachten. Vielleicht im Schlaf, im Traum. Jemand meint, seinen sexuellen Trieb überwunden zu haben. Und kann sein Kundalini steigen lassen und lebt keusch 3, 4, 5 Monate und sagt, wunderbar, und hat dann in der Nacht seinen ersten Samenerguss und höllische Pornoträume. Das ist alles menschlich, mein Lieben. Ich sage, ich deute hier nur mal Gefahren an, denn wenn einer sich jetzt entschließt, sich den Einflüssen zu entziehen, ich will nur über diesen Zustand reden, auch, ja, ist klar. Dann ist die Hölle los. Nicht nur zum Beispiel in der Umgebung, wie Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, sagt er, um Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Das. Aber trotzdem, wie jemand ihn festnehmen wollte, kam, glaube ich, Thomas und hat dem Soldaten das Ohr abgehauen. Und Jesus hat ihn wieder rangemacht. Sagt, nicht mit dem Schwert. Also was meinte er? Übrigens die Geschichte mit dem Ohr ranmachen, die ist kopiert vom Buddha. Der hat 600 Jahre früher einer Nonne ein ausgerissenes Auge wieder reingetan. Also diese ganzen okkulten, symbolischen Sachen, meine Lieben, komm. Ja? Liebe Christen, lest mal die wahre Bedeutung der Bibel. Dann werdet ihr erkennen, dass Jesus immer von Nirvana sprach als Höchsten. Immer. Immer. Nicht vom Himmel. Der wunderbar ist ja keine Frage. Eine herrliche Ebene, die Himmelsebene. Die Himmelswelten. Das Schönste, Größte, was man empfinden kann. Aber das Höchste ist die Aufhebung auch aller Empfindungen. Die Aufhebung aller Wahrnehmung. Die Aufhebung aller Wahrnehmungen und Empfindungen, Sanya Vedaita Nirodha, aber nicht die Aufhebung dessen, der nichts mehr wahrnimmt und empfindet. Und seht mal, meine Lieben, wie weit mag wohl jemand, der mag wohl jemand entfernt sein von Nirvana, das kann er sehen, wenn er sich mit der Lehre befasst, falls ihn Nirvana als Ziel überhaupt interessiert. Wenn du es wagst, die Beeinflussung loswerden zu wollen, dann weckst du schlafende Hunde. Dann kann die Hölle los sein. Und viele, die das versucht haben, geben es wieder auf, weil sie sonst wahnsinnig werden. Darum warne ich davor. Ich sage ja nicht, du sollst. Ich verkünde nur das höchste Ziel, meine Lieben. Die Befreiung von den Einflüssen. Dass sich lösen von den Einflüssen. Das ist möglich. Die werden dir sowieso jedes Leben wieder genommen, oder? Dein Verlangen nach ihnen bringt dich zurück. Das ist die Geschichte. Dein noch nicht überwundenes Verlangen, das ist das, was hier jetzt, womit du zu tun hast. Und ich habe es immer wieder gesagt, wenn man sich nicht mit der Lehre des Buches des Lichts befasst, mit Karma und Reinkarnation, wird man nie verstehen, wovon ich rede.
Und wenn man, und da beginnt man ja nicht radikal, dass man gleich ins Kloster geht oder sonst was, empfehle ich nicht. Aber wer das wirklich will, der möge jetzt beginnen. Und der Anfang ist deshalb so schwierig, weil er mit der Nahrung zu tun hat. Das Einnehmen von Nahrung, man isst nicht zur Unzeit. Spielt keine Rolle. Natürlich sollte man vegetarisch leben. Das Wichtige beim Einnehmen der Nahrung für jemanden, der Befreiung von den Einflüssen sucht, ist das Nicht-Anhaften an dem Geschmack. Meister, wo ist der Teufel? Jesus antwortet, in euren Kochtöpfen. Es ist nichts, was höher ist als die Hitze eures Leibes. Da sagen die Jünger, wie sollen wir unser Brot essen? Am Licht der Sonne? Fladen auf dem heißen Stein? Ich sag's ja nur. Also die erste Überwindung wäre, man isst nur einmal des Tages, kein Frühstück, kein Abendbrot. Man trinkt nur Wasser. Und man kaut jeden Bissen 40, 50 Mal. Seht ihr? Mein Lieben, ich rede jetzt nur für jemanden, der loswerden will, der sich nicht mehr mit dem Körper identifiziert und der auch sagt, ich bin nicht der Geschmack, ich verspüre ihn nur und ich gebe ihm nicht nach. Geleitet durch die Lehre des Buchs des Lichts verhalte ich mich immer losgelöster in dem Sinne, dass ich den Körper nur so weit ernähre aus Notwendigkeit, nicht damit, huch, meine Haare, huch, meine Zähne, meine Zähne, huch, meine Augenbrauen. Und die Damen, huch, die Brüstchen, die müssen noch ein bisschen gedrückt werden, ein bisschen höher, ach ja, ja. Und dann haben sie in ihrem Schlafzimmer einen Butter stehen. Aber dazu auch noch einen Fetten, ja? Das ist eine Beleidigung. Ja, das sind Dinge, die los... Und meine Lieben, diese Loslösung von den Einflüssen zur Erlangung, und jetzt komme ich mal überhaupt mal zum Thema, warum denn das Ganze? Zur Erlangung der wahren Todlosigkeit. Diese Unsterblichkeit, nach der sich die Menschen so sehnen, die ist nicht auf Erden und nicht im Himmel. Da könnt ihr euch klonen, so viel ihr wollt. Denn auch die Himmelswelt wird eingezogen und alles, was... Das ganze System wird eingezogen in den Urgrund, wo es herkommt und alle Formen zerplatzen, beziehungsweise werden angegliedert in Mula Prakriti in der Urmaterie. Und wieder einmal ist da alle Wesenheiten, die Urmaterie und der Raum. Natürlich erwacht dann alles wieder. Ja, jene, die nicht überwunden haben, kommen auf jeden Fall wieder zurück. Nun gibt es da Thesen von Dr. Poroka, dass Nirvana etwas individuell Erlebtes ist. Meine Lieben, es geht hier nur um eins. Das Todlose zu werden, was wir schon sind. Was wir aus Unwissenheit aufgegeben haben, indem wir uns in den Dreck gestürzt haben, in die Materie. Kot. Verdauter Kot. Spricht zu euch. Zu euch spricht verdauter Kot. Und wenn ich euch das Lied, am Schluss singe ich, ich werfe euch meinen Leichnam vor die Füße. Dann ist das nicht schockierend gemeint, aber eigentlich hinweisend gemeint ist, dass das, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich benutze das jetzt. Ja, ich habe keine Loslösung erfahren, aber eins weiß ich schon. Ich bin auf dem Weg. Und darum habe ich die Pflicht, euch von diesem todlosen Zustand, den manche vielleicht erst in Millionen von Jahren erreichen. Schaut mal, der Buddha war schon Mensch auf dem Mond, da waren wir noch Kriechpflanzen. Ja. Der Buddha war schon viel öfter Mensch als wir. Darum wird er in den, vom Buch des Lichts halt 6 Runden beschrieben.
Sozusagen wie jemand, der in die Schule geht und mit 10 Jahren seinen Doktor macht, weil er eben so genial ist. Und weil er während der Reinkarnation schon so viel gelernt hat, dass er dies nicht ist, was er da wahrnimmt. Denn alles, was du wahrnimmst, das bist du nicht. Und wenn der Körper etwas wahrnimmt, könntest du sagen, ja, da bin ich eben der Körper, der das wahrnimmt. Wenn du der Körper wärst, dann würdest du ja seine eigene Veränderung nicht wahrnehmen. Wer nimmt denn das wahr? Der, der sich an den Körper klammert, mit ihm identifiziert. So sieht's aus. Viele Leute klammern sich ans Gefühl und in meinen Liedern habe ich damit großen Erfolg. Ja, gut. Aber zumindest einen Schritt zurück ins Astrale, mein Lieben. Naja. Ich warte manchmal, weil mir die Worte fehlen, um dieses Todlose zu beschreiben. Denn auch der größte Karatekämpfer zerfällt doch mal zu Kacke und geht ins Grab. Gut, dann wird er im nächsten Leben wieder als Kämpfer geboren, bitte sehr, wenn du willst. Aber für einen, der die Wahrheit will, ist das unbefriedigend. Versteht ihr das? Wenn ich etwas bekomme und ich weiß, da ist noch was anderes, das will ich mal wissen. Ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich habe. Ich will wissen, was ist das? Und die Loslösung von den Beeinflussungen kann nicht in der Masse geschehen. Leute wie Steiner und Abdruschin und andere haben das versucht. Die haben sich zurückgezogen in eine eigene Stadt, in eine eigene Umgebung und die Leute sind ihnen nachgekommen. Naja. Aber mein Lieben, Dr. Georg Grimm, der von uns allen verehrte Mahatera Dr. Georg Grimm, hat dasselbe gemacht. Auf Mallorca ist er gewesen mit einer Gruppe. Und in anderen Gegenden. Kaum ist er verstorben, schon haben sich die Köpfe eingeschlagen. Übertrieben gesagt. Schon gab es Streitereien. Was ja auch das Problem des Buddha war übrigens. Wer soll unser Guru sein, Meister? Wie können wir das Todlose finden, wenn du nicht mehr da bist? Ah, sie haben ein bisschen hat er sich schon ein paar Stunden vor seinem Tod aufgeregt. Die Lehre ist euer Guru. Weiß nicht, ob er gesagt hat, ihr Narren. Das ist doch genau das Problem, meine Lieben, das in der theosophischen Gesellschaft, Muslimen, Christen, alles, was es da gibt. Die wollen immer einen manifestierten Christen, einen Christen. Wisst ihr, was ein Christ ist? Wisst ihr, was die Wiederkehr Christi ist? Da liegt sie auf dem Tisch. Jiddu Krishnamurti hat gesagt, Janasti Paradharma. Er hat gesagt, die Wiederkehr Christi ist keine Person, sondern eine Schrift. Und die meisten dieser theosophischen Leute wollten etwas Fassbares, etwas Fühlbares. Und so fällt man auf Gurus rein. Für uns aber ist die Schrift der Guru. Sie ist vollkommen. Sie ist perfekt. Ein Fehler ist drin. Aber Lanu ist ein Tölpel. So hat der Meister mich benannt. Eine Runde hört auf Globus G auf, aber ich wollte G schreiben, nur C geschrieben und einen kleinen Strich. Tja. Ich sag sowieso, es ist zu früh. Viel zu früh. Aber man kann sich ja mal mit dem Gedanken der Loslösung befassen. Der bedeutet, bleib allein. Wir haben darüber gesprochen, meine Lieben, dass Menschen, die sich in die Einsamkeit zurückziehen, oft verrückt werden. Warum wohl? Die sollten das dann lieber nicht tun. Weil in der Einsamkeit all deine Schandtaten aurisch und feinstofflich auf dich runterkommen ins Gedächtnis. Sogar von vergangenen Leben. Da siehst du das Monster, das du warst. Und der Gute, bitte. Alles.
Ja? Und da flüchten sie und da fürchten sie sich. Um Gottes Willen! Raus, schnell! Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft! Schau mal Fernseher an! Bauer sucht Frau! Nein, noch mehr! Das und das. Das ist verständlich. Diesen Leuten rate ich, mach das nicht. Bleib nicht allein. Es gibt manche. Wer wirklich zum Kern der Dinge will, der muss allein sein mit der Lehre. Ja. Der muss es wagen und beginnt, sich den Einflüssen zu entziehen. Sagt nicht, das kann ich mir nicht leisten, denn ich muss meinen Job, meine Arbeit, mein dies und das. Wenn man den wirklichen Wunsch hat, das gilt übrigens für alle Wünsche, auch für schlechte, gute, dies und das, entstehen die Umstände, früher oder später, dass du diese Wünsche dir erfüllen kannst. Das heißt, die Umstände verursachen nicht dich, du verursachst die Umstände. Und indem wir die Umstände verursacht haben für diese Welt, erliegen wir auch den Beeinflussungen, von denen man sich lösen kann. Man führt also ein geistiges Leben. Jetzt mal, falls es unter den 7,5 Milliarden zwei gibt, die mich hören und die sagen, na nu, ich bin bereit. Dann sage ich diesen lieben Menschen, gib alles auf, kein Beruf, nichts, gar nichts. Iss einmal am Tag, trink nur Wasser, befasse dich mit der Lehre. Meditiere den Rest der Zeit. Und sprich mit niemandem. Meide die Massen. Bleib ganz allein. Spürst du den Hüter der Schwelle? Bist du bereit für den Kampf? Früher habe ich Straßenkämpfe gehabt, die sind ein Quatsch dagegen, glaubst du es mir. So einem würde ich dann sagen, mach das bis zum Rest deines Lebens. Und, wie ich oft sage, denke jeden Tag an den Tod in angemessener Weise. Nämlich, sich sagend, ich kann jetzt wechseln. Also will ich mich akkurat verhalten, will meditativ. Wenn ich mich gerade nicht mit der Lehre befasse, denke ich, nee, sitze ich da. Wenn ich nicht im Yoga-Sitz meditieren kann, sitze ich da, im Stuhl. Ich schließe die Augen. Ich darf euch verraten, dass man in der Seelenatemmeditation sogar sich vom Denken lösen kann. Kein Problem. Dauert eine Weile. Gedanken sind ja auch Beeinflussungen. Ja, und wenn du meditierst und sagst so, und beobachtest alles, kann es sein, dass Gedanken über dich hineinstimmen. Na klar, so geht's ja los. Beim einen mehr, beim anderen weniger. So, wie beherrscht man diese Gedanken? Der, ich hätte fast was Beleidigendes gesagt, doofe Ami, der verdient Milliarden damit zu sagen, Trash in, Trash out, ja. Abfall kommt rein, Abfall kommt raus, das ist Quatsch. Das ist Verdrängung von Gedanken. Wenn du Gedanken verdrängst aus dem Kopf, kommen sie irgendwo anders wieder rein. An der anderen Ecke vom Gehirn. Glaub mir, ist alles Quatsch. Genauso diese transzendentale transzendentale Meditation. Milliardengeschäft. Die geistig verwirrten Opfer sind dann zu mir in meinen Tempel gekommen, wenn sie schon nichts mehr zu essen hatten, nachdem der ihnen das ganze Geld abgenommen hat. In der Seelenatemmeditation bekämpft man die Beeinflussungen anders. Man beobachtet sie. Man verleugnet sie nicht. Man sagt nicht, ich bin okay, du bist okay. Das ist die amerikanische Methode. I'm okay, you're okay. Alle gefühlsmäßigen, bleiben wir mal beim Denken. Man beobachtet,
Man nimmt sie wahr. Schau mal. Wenn Leute bei dir auf der Straße vorbeigehen, gehst du auch nicht hin zu jedem, gibst in die Hand, sag Guten Tag. Sondern du beobachtest sie. Oder du schaust geradeaus. Gehen vorbei und du bist immer noch da. Dieses meditative Beobachten geschieht, würde ich immer empfehlen, zunächst mental. Wenn die Augen schließt man dann sowieso zunächst mal, muss nicht sein. Dann kommen die Gedanken. Und die sortiert man nicht, wie manche Gurus glauben. Eine da, die Guten hier, dort, hier und der ganzen Unsinn. Man nimmt sie wahr. Und die Manas Rupa, also der Gedankenkörper, der wird immer inaktiver. Es ist fast so, wenn jemand kommt und beschimpft dich und du gehst einfach weiter. Mal als Beispiel gesehen. Dann hört er auf, sagt, ach, bei dem bringt das nichts. Aha, gut, okay. Und viele schreiben mir, sie können nicht aufhören zu denken. Und sie meditieren schon seit Jahren. Ach wirklich, sage ich. Seelenatmen-Meditation? Ich meditiere. Ah ja, genau. Wunderbar. Gratulation. Man beobachtet, man nimmt wahr. Man erkennt. Und dann kommt nämlich die Lehre mit ihrer Wucht und sagt, alles Erkannte bist du nicht, sonst könntest du es gar nicht erkennen. Dann argumentieren manche, ich bin aber das Erkannte. Und dagegen, was willst du dagegen sagen? Man muss ja immer antworten können. Wenn der sagt, ich bin das Erkannte, ihr kennt meinen Körper, bin mein Körper. Ich nehme meinen Körper wahr, zum Beispiel, schaut mal, ich schnaufe jetzt ein bisschen. Eigentlich gebe ich dem Körper nach. Ich will euch doch nicht belasten mit meinem Schnaufen. Das habe ich nicht in Kontrolle. Ich benutze ihn so gut ich kann. Aber manche sagen von dann, siehst du bist der Körper. Denn was ich wahrnehme, das bin ich. Ich nehme den Körper wahr, das bin ich. Wie wollte so einem antworten? Das klingt ganz logisch, was der sagt. Und nicht gleich sagen, ach, der hat keine Ahnung. Nee. Was willst du ihm sagen? Und ihr, die euch mit der Lehre befasst, kennt ja die Antwort. Du magst vielleicht sein, was du wahrnimmst. Dieser Logik will ich nicht widersprechen. Aber bist du das, was du als entstehend und vergehend wahrnimmst? Dann würdest du ja verschwinden, wenn das, was du wahrnimmst, auch verschwindet. Was du als veränderlich wahrnimmst, das kannst du nicht sein. Und der Körper wird geboren, lebt und stirbt, sozusagen. Das ist auch eine veränderliche Struktur. Und dann bist du das nicht. Ja. Du magst unter seinem Einfluss stehen, alles klar, kein Problem. Und dann mögen manche sagen, ich kann aber nicht aufhören zu denken. Ich denke sogar, wenn ich schlafe, die sagen, ich kann nicht einschlafen. Die Gedanken kreisen in meinem Kopf und so weiter. Ja, weil du nicht meditativ schläfst. In Seelenatmenmeditation lernst du. Du meditierst sozusagen vor dem Schlaf. Viele schreiben mir, seit ich dein Buch Seelenatmenmeditation habe, schlafe ich wunderbar ein. Manche schlafen auch während der Meditation ein. Sonst gut, dann war es nötig. Ein guter Zwischenzustand. Und meine Lieben, als Belohnung bekommt man doch das Todlose, was man sowieso ist, was aber verdeckt wird durch die Beschmutzungen. Was ist denn eine Beschmutzung? Körper, Gefühl, Denken, Seele und Geist. Alles Beschmutzung. Vom höchsten Loslösungszustand aus gesehen, versteht sich von selbst.
der Manasrupa und auch die Geistkörper sind Beeinflussungen. Sie beeinflussen unser Handeln. Beispiel. Wenn du etwas Gutes tust, was ich sowieso empfehle allen, Gutes tun, Gutes sagen, fällt nicht leicht. Mich braucht er nicht als Beispiel zu nehmen. Ich gebe die Lehre nur weiter. Wenn du etwas Gutes tust oder einen guten Gedanken der ganzen Welt schenkst, mögen alle Wesen glücklich sein. Dann schaffst du dir selbst ein wunderbares Schutzschild gegen böse Dinge und Schwingungen. Warum? Weil die gute Schwingung rausgeht und wieder zurückgeht und dich umgibt wie eine Hülle. Desgleichen mit der Bösen. Wenn du schlimme, böse Gedanken hast, andere zerstören willst, machen dies und jenes, dann umgibst du dich mit einer bösen Hülle. Wisst ihr, der Boxer Muhammad Ali, den hat man gefragt, ja, jetzt hast du geboxt und alles, jetzt kannst du nicht mehr sprechen, kannst dich nicht mehr bewegen, wirst bald sterben. Was kommt jetzt für dich? Da sagt er, Gott! God is coming. Naja. Wird sich wundern, der liebe Ali. Nicht? Das kommt, wonach ihn verlangt. Und er hat so viel vom Kopf gekriegt, dass er nicht mehr richtig sprechen kann. Mein Lieben, das ist unerheblich. Wisst ihr, wie viele Dachziegel ich mit meinem Kopf durchgeschlagen habe? Fragt mal Wigald Boning in seiner Sendung. Der hat die Kamera abgedreht. Er wollte nicht das aufnehmen mit der Kamera. Er hat gesagt, kannst du so viele Dachziegel mit dem Kopf zerschlagen? Aber früher habe ich das mal gemacht. Aber ich war damals sowieso in einer so einer Art negativen Situation. Sagt er, gut, ich sag, zwei Männer brauche ich, die halten die Dinger. Wie als Pony im Schlitten. Es ist die Geschwindigkeit. Wenn du es nicht, da fällt jeder ungleich um, der sagt, wenn du es zu langsam machst, geht die ganze Schwingung in den Kopf zurück und du kannst sterben dabei. Und was ist bei einem Boxer? Der kriegt ab, immer ab, immer ab. Das bleibt dir immer im Kopf. Das bleibt dir immer im Kopf. Manche haben Glück, manche nicht. Okay. Also ich meine nur, wenn jemand so auf die Materie konzentriert ist, wie ein Muhammad Ali, der muss nicht unbedingt denken, dass er in einem ewigen Himmel bleibt. Sicherlich wird er hinkommen, weil er ein guter Mensch ist und so weiter. Keine Frage. Ja. Aber den Gott, den er sucht, schaut mal. Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, diesen spanischen Schauspieler, der hat in einem Valhalla-Film gespielt. Das war so wunderbar, die Germanen, wie sie sich da bekämpft haben. Und vor jedem kam dann ein großes Heer. Und sieht man, das ist doch diese Sehnsucht des Menschen nach dem Ewigen und Todlosen. Die suchen es nur an falscher Stelle. Das waren etwa 100 Mann. Und von ferne kamen etwa 2000. Und da wussten diese 100, das war's dann. Aber sie haben sich gefreut. Warum? Haben ihre Schwerter gezogen. Haben gesagt, auf Valhalla. Auf die Ebene, wo wir zeitlos ewig da erleben werden. Auf den ewigen Himmel der Kämpfer, auf Valhalla. Wir freuen uns. Wir müssen aber im Kampf sterben, damit wir ewig in diesem Kämpferhimmel bleiben, auf Valhalla. O Gott, Odin, ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gibst, im Kampf zu sterben. Haben die Samurai übrigens auch so ähnlich gedacht. Aber nach Valhalla kommen nur die Mutigen, haben sie dann gebetet, haben sie gebetet. Nur die Mutigen, die die ganze Kraft erstmal darauf verwenden, den Feind zu besiegen. Und dann sind die losgegangen. Dann kamen die 2000 oder was. Und die 100 haben die 2000 besiegt. Wollte schon sagen, dann ist nichts mit Valhalla. Aber versteht ihr, was ich meine?
Was hat ihnen so die Kraft gegeben? Was ist das? Der Glaube des Menschen an etwas, das nach seinem Leben ewig besteht. Aber das ist ein Irrtum. Nichts besteht ewig im Himmel. Auch die höchsten Himmelsebenen, auch Valhalla und der Licht der Veränderung und den. Das heißt, jemand, der auf den Himmel der Religionen hofft, hat sich eben noch nicht gelöst. So einfach ist das. Der hat sich noch nicht von den Einflüssen gelöst. Von welchen Einflüssen hat er im Himmel erwartet nach dem Tod? Warum gehen Mönche und Nonnen, wenn sie ehrlich sind, keusch und gehen ins Kloster? Die wollen die Welt da oben und wollen sich und wissen, um die Welt zu bekommen, muss ich mich von der Welt hier unten abwenden. Also wissen Sie, die Loslösung von physischen Dingen führt eine Verbindung zur himmlischen Welt. Das stimmt. Aber nicht nach Nirvana. Davon spreche ich hier. Ich spreche radikal von der Loslösung auch vom Himmel der Religionen. Wenn man denn das so will. Und das verpasst einen Keulenschlag an jene, die an ein unsterbliches Bewusstsein glauben. Das gibt es nicht. Bewusstsein ist genauso Materie wie Geist. Energie, Licht ist Materie. Energie ist Materie in Bewegung, sonst gar nichts. Glaubt es mir. Wenn auch feinstofflich, das wissen die Wissenschaftler nicht, obwohl die nach und nach Dinge behaupten, die man mir vor 30 Jahren im Buch des Lichts diktiert hat, die jetzt sagen, jetzt ist was Neues entdeckt. Ihr braucht nur nachzulesen, das steht längst drin. Na gut. Jetzt aber schau mal. Jetzt hat, glaube ich, wieder ein bisschen mein Ego gesprochen, oder? Also, diese Loslösung, man muss sich dann auch vom Bewusstsein lösen. Das verpasst vielen, möchte gern Internetgurus in Schock, ne? Die machen ja Millionen von Dollar mit Bewusstseinserweiterung und Bewusstsein, unsterbliches Bewusstsein und so weiter. Lug und Betrug. Das Bewusstsein führt dich nach Nirvana, das stimmt. Ja klar, weil ja du im Loslösungsprozess mit deinem Bewusstsein durch die Welten gehst, der Erscheinungen, ja, ist klar. Die nimmst du ja mit Bewusstsein wahr, womit denn sonst? Nur Nirvana ist jenseits der Welt der Erscheinungen. Dein Bewusstsein trägt dich bis zum Rand von Nirvana und dann musst du auch das loslassen. Und ich sage immer wieder, meine Geliebten, es ist wie ein Boot. Das Bewusstsein, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Können wir dafür auch Denken nehmen als anderes Beispiel. Das Bewusstsein ist wie ein Boot, das dich von der einen Seite des Ufers zum anderen, des Flusses zum anderen bringt. Und dann steigst du aus. Und dann sagst du, danke, liebes Bewusstsein. Ich brauche dich nicht mehr. Und du verlässt das Boot und gehst deiner Wege. Und die andere Seite ist das Nirvana. So ist das. Ein unvorstellbares Ziel, weil Nirvana kann man sich nicht vorstellen. Das heißt ausgelöscht. Und so viele haben Angst davor, weil sie denken, in Nirvana bin ich ausgelöscht. Nee, in Nirvana ist dein Verlangen ausgelöscht. Dein Bewusstsein. In Nirvana ist ein Verlangen nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, Riechen ausgelöscht. Du selber hast es überwunden durch Beobachtung dieser Vorgänge. Muss man mal ganz klar sagen, ja? Und meine Lieben, das ist ja diese Wahrheit, weshalb mich so viele Brahmanen auch hassen, geradezu.
auch Muslims und auch Christen, aber es ist kein Grund, mich zu hassen. Denn die Brahmanen suchen die Einheit mit Brahman. Ja, die sollen sie doch auch haben. Das Buch des Lieds führt doch dorthin. Es führt nur auch jenseits von Brahman, nämlich dahin, wo Brahman herkommt. Von Para-Brahman, jenseits der Welt der Erscheinungen, das wahre Todlose. Ich liebe euch alle und verabschiede mich mit dem Lied Para-Brahman. Und natürlich, da muss ich gleich was sagen. In Nirvana hören auch alle Lieder auf. Die mögen dahin führen. Die Mantra führt hin nach Nirvana. Aber wenn du dann Nirvana erlangen willst, musst du dich auch von der Mantra lösen. Denn in Nirvana hat man keine Ohren. Die feinstofflichen Wesen haben feinstoffliche Resonanzkörper, die sich bei uns in der menschlichen Rasse verdichtet haben zu Ohren, Nase, Mund und so weiter. Augen, ja, ist klar. Und Gehirn. Aber in Nirvana bist du ja losgelöst von den Beeinflussungen, von jeglicher Form. Ja? Da hast du keine Ohren, hast du keine Augen, keine Nase, kein Mund, kein Gehirn, nichts. Und bist trotzdem nicht zerstört. Ja. Das ist die höchste Wahrheit, meine Lieben. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Where the sun won't shine.
by illusions that we chose, to be. Drifting to the source from where we once fell apart, longing to be one with our universe heart. I am I, and you are you. That's how it seems to be. Until we wake up from our dream, where you lose your mind, to reality, but not your heart, where we all come from, where we all belong, where our hearts are in peace forever, where the sun don't shine, though there's only light, and that is what they call Parabrahm. It is a place that they call. And where the sun won't shine.